Ungefähr im Jahr 2011 habe ich angefangen mit Investieren und habe jedes Mal Geld verloren. Ich wollte schnelles Geld und das hat nie geklappt. Ich habe eigentlich alles ausprobiert: binäre Optionen, Optionsscheine, ICO, IPO, Lending, Startups gekauft, Cent-Aktien gekauft, irgendwelche Hypes gekauft und es ist alles in die Hose gegangen. Ich wollte schnelles Geld, so 6% im Jahr, das war gar nichts für mich. Also unter 30, da habe ich gar nicht reingeschaut, weil ich dachte, ja, ich will jetzt schnelles Geld, ich will ja jetzt leben, ich brauche jetzt die Kohle. Und deswegen langfristiges Denken, das war komplettes falsches Denken für mich. Und ich habe gedacht, ich brauche schnelles Geld. Ich habe was investiert. Ja, investiert, das ist ja das falsche Wort. Ich habe spekuliert, aber damals habe ich gedacht, ich investiere. Ich habe damals halt spekuliert, reingesteckt, alles verloren. Hier reingesteckt, alles verloren. Da was gekauft, alles verloren. Und das war jedes Mal ein Komplettverlust. Also wirklich Komplettverlust. Ja, jedes Mal ist es wirklich in die Hose gegangen. Und dann, oder jetzt, über die Jahre, kam die Erkenntnis. Und vielleicht ist es die wichtigste Erkenntnis, die ich machen musste. Und für dieses Wissen habe ich ja dann mindestens irgendwie zwischen 7 und 1000 Euro bezahlt. Das ist das Geld, was ich in diesen allen Sachen verloren habe. Ja, das Geld ist komplett weg. Also zwischen 7 und 10.000, genau will ich das gar nicht ausrechnen. Und dieses Wissen möchte ich dir einfach weitergeben in diesem Video. Deswegen schau dieses Video auf jeden Fall bis zum Ende an. Das ist sehr, sehr wichtige Erkenntnis aus meinem Investmentleben. So, und damit man das auch visuell darstellen kann, habe ich eine Excel-Tabelle gebaut. So, und jetzt gehen wir zu der Excel-Tabelle. Also, es geht heute um Asset Allocation. Was heißt das? Auf Deutsch heißt das Vermögensallokation. Das heißt, eine Verteilung oder eine Gewichtung von deinem Vermögen, von deinem Kapital. Und das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Schau jetzt auf die Excel-Tabelle. Hier steht mein Kapital. Das ist sozusagen 100%. Das ist das Geld, was du bereit bist zu investieren. So, und jetzt musst du streuen. Das ist ganz, ganz wichtig. Einmal sichere Anlagen und die werden dann wieder gesplittet. Einmal Cash, einmal sonstige. Hier kannst du zum Beispiel eintragen Edelmetalle, P&P-Kredite oder du hast noch andere Investmentmöglichkeiten und dann Krypto. Also für jeden ist es natürlich unterschiedlich. Es gibt ja verschiedene Investorentypen. Es gibt zum Beispiel Spekulanten, es gibt mittel- und langfristige Investoren und so weiter. Und du musst natürlich für dich selber entscheiden, wer bist du. Ja, das ist natürlich sehr, sehr wichtig, sich selbst zu wissen und verstehen, was will ich überhaupt. Damals war ich ein Spekulant und ich wollte schnelles Geld. Aber trotzdem durfte ich damals nicht alles in diese Spekulation reinpacken. Ich habe alles hier reingepackt und hier. Und es ist kein Wunder, dass ich das ganze Geld verloren habe. Es ist kein Wunder. Das war klar. Eigentlich war das wie Casino spielen. Ich hätte auch genauso ins Casino gehen können und 50-50 einfach setzen können. Rot, schwarz, ja. Das war genau das Gleiche. Das war einfach volles Risiko, ohne Verstand. Ich habe nichts verstanden. Einfach auch später Trading. Einfach irgendwas getradet. Ich hatte keine Ahnung davon. Paar YouTube-Videos geguckt und ich dachte, jetzt bin ich der Profi. Ein paar Mal hat das vielleicht geklappt, aber dann sowieso alles verloren. Dann ging es los mit Hebel-Trading, das ist ja noch viel schlimmer. Wenn du normal nicht traden kannst, also selbst einfach kaufen und später verkaufen, wenn du nicht mal das hinbekommst, dann brauchst du mit Hebel gar nichts traden. Das sage ich dir, ja. Ganz, ganz wichtig. Ja, und hätte ich das von Anfang an gemacht, so wie das hier in der Tabelle steht, alles aufgesplittet, dann würde ich niemals so viel Geld verlieren und hätte jetzt wahrscheinlich auch mehr. So, jetzt fangen wir aber an. Du willst zum Beispiel, du hast jetzt 10.000 Euro zum Investieren und du willst wissen, wie kann ich das denn aufteilen? Als erstes brauchst du die Gewichtung. Wie sollte man das aufteilen? Also ich persönlich, ich habe ja schon Immobilien und deswegen bin ich bereit, etwas mehr Geld in Krypto reinzustecken. Weil vom Gesamtportfolio ist das hier nur vielleicht 20% von meinem Gesamtvermögen. Verstehst du? Wenn du aber keine Immobilien hast und nichts noch mehr irgendwie gespart oder auf Seite gelegt, dann musst du hier ganz extrem aufpassen. Also in Krypto würde ich vielleicht maximal 20%, maximal, also wirklich Obermaximum 30% stecken. Lieber 20%. Wenn du sagst, Krypto ist nicht so für mich, dann 10% oder 5%. Dann kannst du hier eintragen. 20% als Beispiel. Dann willst du so 10% Cash haben, ist ja auch nicht schlecht.
Ich weiß nicht, ob du Edelmetall möchtest oder sonst noch was, aber hier kannst du dann auch deine Prozente eintragen, was du möchtest. So, und hier steht alles verteilt. Nein, es bleiben noch 70% über. Dann sagst du, okay, ich möchte dann hier die restlichen 70% aufteilen. Oder hier dann 60 und hier noch irgendwie 10, weil du Edelmetalle kaufen möchtest. Oder egal was. Ne? So, jetzt haben wir schon eine Aufteilung 70, 10, 20. Hier ist ein grüner Haken, das heißt, du hast alles aufgeteilt. Jetzt geht es weiter. Sichere Anlagen. Gewichtung 70%. Da sind dann wiederum 100% und dann teilt sich das wieder auf. ETFs, Aktien, Spekulation. So ein ETFs, das entscheidet jeder selber, je nachdem, welcher Investortyp du bist. Ja, aber so pauschal aus dem Bauch würde ich jetzt sagen, so 60% in ETFs, das ist ja doch schon ein bisschen sicherer. So um die 35% in Aktien und so 5% maximal in Spekulation. Da sind dann Optionsscheine, IDOs, irgendwelche Startups und so weiter, ne? Also maximal 5%. Das ist jetzt meine persönliche Gewichtung. So, wenn du hier zum Beispiel 6% eingibst, dann kommt hier eine Fehlermeldung, du hast zu viel oder zu wenig eingegeben. Also hier musst du schon ein bisschen aufpassen. So, dann, und genau das gleiche machen wir jetzt auch bei Krypto. 20% ist ja das, also wiederum sind das dann 100%, die sich aufteilen in sehr gute Coins. Da würde ich auf jeden Fall 50% Minimum empfehlen. Gute Coins 40% und dann so Shitcoins oder Spekulationsstartups so maximal 10%. So, jetzt haben wir alles aufgeteilt. Das ist nur so aus dem Bauch. Was denkst du? Wie würdest du dich gut fühlen? Ja, dann hast du das erledigt. Jetzt kommt der Schritt 2. Du hast als Beispiel 10.000 Euro und diese möchtest du aufteilen. Dann gibst du hier ein, soll invest 10.000 Euro. Boom. Und automatisch hast du hier eine Gewichtung von deinem Portfolio, die du gleich sofort nachbauen kannst. Hier siehst du zum Beispiel, also von diesen 10.000 packst du 10, 1.000, also 10% in Cash. Das bleibt auch einfach auf dem Konto liegen. Das fährst du nicht an. Das ist halt Cash. So, dann gehen in sichere Anlagen 70%. In ETFs gehen jetzt von diesen 70%, also von diesen 7.000 nochmal 60% in ETFs. Also 4.200 Euro in ETFs. In Aktien gehen 35%, also 2.450 Euro. Und spekulieren kannst du mit maximal 350 Euro, mehr nicht. So, Krypto 20%, also 2000. 50% von diesen 2000, 1000 Euro in gute Coins, also in Top Coins, eigentlich Top 1 oder Top 2. Gute Coins 40%, also 800 Euro und Spekulation maximal 10%, also 200 Euro. Jetzt hast du die perfekte Aufteilung für dich, für dein Bauchgefühl, wie du das machen könntest. So. Und ich damals hatte auch so um die 10.000, nicht auf einmal, aber halt durch meinen Verdienst jeden Monat hatte ich so um die 10.000 zum Investieren. Und ich habe die alle 10.000 oder nach und nach alle nur hier reingepackt. Alles. Ich hatte kein Cash. Ich hatte, also damals gab es noch keine Coins oder ich wusste nichts davon. Aber ich habe halt alles hier hingepackt. Alles in Spekulation. Komplett alles. Und es ist doch kein Wunder, dass ich alles verloren habe, oder? Wird dir das so langsam klar, was ich mit der Tabelle meine? Also das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, die du auch machen musst. Entweder durch Erfahrung, also durch Geld oder halt durch dieses Video, weil ich dir das zeige, weil ich das schon alles durch habe und sehr viel Geld halt für dieses Wissen zahlen musste. So, ich habe alles hierhin gepackt. Vielleicht ein paar Aktien, aber über 90% hierhin. Und als ich dann damals mit Coins angefangen habe ich auch hier 90% reingepackt, weil ich wollte ja schnelles Geld, verstehst du? Ich wollte schnell reich werden, ich wollte schnell Kohle machen, ich wollte schnell in Rente gehen. Aber wie ich schon immer sage, es gibt hier leider kein schnelles Geld. Entweder du nimmst den langsamen Weg, aber im Endeffekt ist er dort deutlich schneller, weil hier wirst du ja alles verlieren. Ja? Also du musst dich selber entscheiden, was möchtest du? Ich kann aus Erfahrung sagen, das hier ist das A und O beim Investieren. Das ist extrem wichtig, das hier zu verstehen. So, und damals habe ich halt alles hier in Spekulation gepackt, über 90% und alles war weg. Kein Wunder, ja? Jetzt weiß ich das. So, und wenn du so investierst, wie das hier steht,
dann wirst du niemals, niemals dein komplettes Kapital verlieren. Das ist unmöglich. Es geht nicht. Denn du hast das aufgeteilt in viele, viele verschiedene Assets. Das ist ganz, ganz wichtig. Du wirst niemals das komplette Geld verlieren. Verstehst du? Niemals, niemals. Das ist unmöglich. ETFs, dass die alle gleichzeitig pleite gehen, das ist unmöglich. Selbst 1942, wo der Krieg einfach mitten im Krieg war, die Zeit, die Aktien sind nach oben gewachsen. Die sind wirklich gewachsen. Selbst zu der Kriegszeit. Ja, selbst damals sind die Aktien gewachsen. Das ist einfach nur krank. Das kann man sich nicht vorstellen, aber das ist so. Du kannst das ja selber überprüfen. So, dann ETFs sind schon mal safe. Also damit machst du nichts falsch. Aktien, das kannst du hier noch anpassen. Das sind jetzt meine zum Beispiel Regeln. Maximal 20 Stück und das sollen Marktführer sein. Ja, also die besten von besten. Google, Amazon, Apple. Sowas, Gesundheitsbereich, ja, also aus verschiedenen Bereichen nur die besten Aktien. Maximal 20, weil alles, was so über 20 ist, das kannst du gar nicht tracken. Du hast gar nicht genug Zeit, um über jedes Unternehmen zu lesen, dann Quartalsberichte zu lesen und so weiter. Also maximal 20 sehr, sehr gute Aktien, ja. Und spekulieren kannst du auch, das macht auch Spaß, aber in deinem Fall mit 10.000 Euro für 350 Euro max, mehr nicht. So, dann Cash, das ist klar. Hier kannst du dann auch Edelmetalle kaufen oder sonst noch was. So, und jetzt auch bei Kryptos. Bitcoin, Ethereum für 1000. Gute Coins maximal für 800. Und Spekulation maximal 200 Euro. Mehr nicht. Ja, mehr nicht. Du denkst, ja, ich habe ja 10.000. Das ist voll viel. Ich kann da ein paar tausend stecken. Shitcoins, das wird schon. Nein, wenn du das so aufteilst, wie du das hier aufgeschrieben hast, dann darfst du nur maximal 200 Euro investieren. Mehr nicht. Und wenn du das halt so machst, dann wirst du niemals das komplette Geld verlieren. Das muss dir einfach klar sein. So. Aber die Tabelle kann ja noch mehr. Wir gehen jetzt auf, das ist jetzt dein, du hast zum Beispiel 10.000, das hast du hier eingegeben und dann hast du die Verteilung. So. Ich kann aber auch sagen, wir gehen jetzt auf Seite 2. Du hast schon investiert und hier gibst du einfach deine Sachen ein, was du hast. Zum Beispiel ETFs hast du Stand heute 1000 Euro. Und hier kannst du noch sagen, bei Ginmont, Scalable oder Einzel-ETFs, hier kannst du noch schreiben, was und wo. Ne? Das ist nur für dich die Übersicht. So, dann hast du Aktien als Beispiel für 2000 Euro. So, du hast Optionsscheine gekauft, bei IPOs mitgemacht, ICOs mitgemacht und hier hast du 1000 Euro reingesteckt. Als Beispiel. So, Cash hast du jetzt eher wenig, so 1000 Euro, sage ich mal. Notgroschen lassen wir erstmal aus. Können wir später einfügen. Sonstiges hast du nichts. Haben wir auch nicht geplant. Und bei Krypto zum Beispiel, Bitcoin ist ja so teuer. Warum Bitcoin kaufen? Hast du 50 Euro in Bitcoin. So, aber bei den guten Coins hast du 1000 Euro. Da hast du ein bisschen Solana, Cosmos gekauft, Near und so weiter. So, und Spekulation, weil da machst du ja das meiste Geld, die meiste Rendite, so wie bei Shiba Inu. Die machen 100x in ein paar Monaten. Da muss ich deutlich mehr investieren. Also hier packe ich 3000 Euro rein, weil ja, dadurch werde ich ja Millionär schnell. So, das hast du jetzt eingegeben. Das ist dein Ist-Zustand, Stand heute. Hier steht auch das Datum. Also wenn du hier das Datum zum Beispiel einträgst, 28.09. Enter, dann zieht er sich automatisch das Jahr und überträgt auch hierhin das Datum. So, dann ist dein Ist-Investment momentan bei 9.050 Euro. So, das ist dein Ist-Zustand. Hier gibst du das gleiche ein, 9.050. Und jetzt siehst du einfach die ganze Aufteilung, wie es soll und wie das jetzt ist, also Ist-Zustand. Also, Cash soll 905, du hast 1000. Ist noch völlig im Limit. Alles gut, du hast eine Abweichung von 10%, 95 Euro. Also ist völlig okay jetzt für diesen Reiter. So, jetzt gehen wir hier zu sicheren Anlagen. Dann siehst du hier soll 6,3, du hast aber nur 4.000. Das ist eine Differenz von minus 37%. Ab oder plus minus 15% wird dieses Feld rot, damit du das auch gleich siehst. In Zahlen macht das minus 2.335 Euro. So, dann schaust du hier, ETFs soll
3,8, du hast aber nur 1000. Deswegen ist hier ein Ausrufezeichen. Abweichung von 10% wird hier nicht angezeigt als Ausrufezeichen. Also ist schon eine große Abweichung. Bei guten Aktien 2,2 sollst du haben, hast aber nur 2. Ist auch okay, also in diesem Fall. Wir sind hier über 10%, deswegen ist hier das Ausrufezeichen. So, bei Spekulation, ja, hier wird es kritisch. Soll 316, ist aber 1000. Viel zu viel. Ja, hier hast du viel zu viel reingesteckt. Und deswegen ist jetzt das Ausrufezeichen bei ist, also hier unten. Okay, schauen wir mal weiter. Hier hast du eine Differenz von minus 2,3, also 2300. Bei Krypto soll 1,8, ist aber 4000. Eine Differenz von 124% oder in Zahlen 2240 Euro. Bei Topcoins 50% war empfohlen, soll 905, du hast aber nur 50 Euro, weil Bitcoin ist ja so teuer, kaufst du nicht. Sehr schlecht. So, dann gute Coins 40%, soll 700, du hast 1000. Ist vielleicht okay, kann man so akzeptieren. So, Spekulation maximal 10%, also 180 Euro, du hast aber 3000 Euro investiert und das ist dann viel zu viel. So, und du siehst hier, du hast hier ein Plus von 2,2 und hier ein Minus von 2,3. Also man kann das Ganze umschichten. Und dann sagst du, okay, ich habe hier zu viel Spekulation und ich kann das erstmal in Bitcoin rüberschieben, hier ein bisschen in Bitcoin rüberschieben und den Rest alles in ETFs schieben. Hier hast du auch viel zu viel, also Spekulation, dann eher in ETFs rüberschieben und auch das Geld von diesen Coins auch in ETFs schieben. Und dann bist du wieder glatt. So, siehst du, was diese Tabelle dir zeigt? In ein paar Klicks, du hast einfach eingegeben, was du hast und was du haben sollst. Und dann siehst du mit einem Blick dein gesamtes Kapital, wie das aufgeteilt ist. Und du siehst auch die Gewichtung, die du von vornherein für dich jetzt als gut empfunden hast, hier eingetragen hast. Dann siehst du, wie das soll und ist. Das ist voll krank. Ich bin ja schon länger dabei beim Investieren. Aber als ich das gemacht habe mit meinen Zahlen, war ich auch überrascht. Ich habe damals, oder auch das war gar nicht so lange her, letztes Jahr, habe ich hier viel zu viel reingesteckt. Und deswegen habe ich mir jetzt ein Limit gesetzt von 2500 max. Also egal, ob ich jetzt 50.000 habe, 500.000 oder 1 Million, ich möchte Stand heute, Stand jetzt maximal 2500 in solche Spekulationen stecken. Ja? Also Prozente bleiben gleich, aber ich möchte hier maximal 2,5 reinstecken, mehr nicht, zum Spielen 2,5, das reicht, das ist mehr als genug. So, hier habe ich auch eine Regel eingebaut, maximal 20 Stück, mehr möchte ich nicht haben. So, ETFs ist alles offen. Ja, also siehst du, wie wichtig so eine Tabelle ist? Und dann kannst du zum Beispiel einmal im Quartal oder einmal im Jahr schauen, wo stehst du jetzt? Dann gehst du wieder auf Seite 2, trägst alles ein, was du hast. Und dann gibst du halt hier das Gleiche ein und dann siehst du, wo stehst du jetzt. Sollte das wieder nicht passen, dann kannst du wieder rebalancieren, umschichten, so dass es wieder passt. So, wenn du aber sagen möchtest, okay, jetzt habe ich zum Beispiel, das war ja schon investiert, aber jetzt möchte ich nochmal zusätzlich 500 Euro im Monat sparen. Wie kann ich das mit der Tabelle berechnen? Hier gibst du 500 Euro ein. Und hier sind ja so komische Werte, weil das stimmt ja nicht mehr mit dem Ist und Best. Dann gehst du hier nur Gewichtung berechnen, Haken setzen und dann werden die Ist-Werte ausgeblendet. So, du möchtest zum Beispiel 500 Euro zusätzlich investieren, jeden Monat. Und das läuft dann nach demselben Schema. Jetzt sagst du aber, okay, Cash will ich nicht. Das geht, also das Cash habe ich ja genug jetzt, als Notgroschen zum Beispiel. Und hier packe ich 30%. So, und dann sagst du 500 Euro und dann siehst du auf einen Blick, in was, wie viel du investieren kannst. ETFs 210 Euro, Aktien 122, Spekulation, wenn du das möchtest, 17,50 Euro oder du sagst, nö, ich will gar nicht spekulieren, ich stecke das alles lieber in Aktien. So, und bei Krypto 75 Euro in Bitcoin zum Beispiel, 60 Euro aufgeteilt auf 2 Coins in gute Coins und hier bei Spekulation maximal 15 Euro pro Monat, mehr nicht. Ja? Also du siehst dann mit einem Blick, wie und wie viel in was du investieren kannst.
So, dann hast du das alles investiert, gibst die Ist-Werte ein, machst hier den Haken weg, 9050, und dann schaust du, passt das alles? Wenn nicht, dann musst du wieder umschichten, dann trägst du hier die neuen Werte ein, dann sagst du, okay, jetzt habe ich hier irgendwie noch 2000 dazu gepackt, hier habe ich 100 € dazu, 100 € dazu gepackt, hier habe ich jetzt nur noch 200 €, Cash habe ich jetzt ein bisschen aufgebaut. Super, ich habe dann Bitcoin gekauft für 1500 €. Dann habe ich hier nochmal die Coins für 1000 nachgekauft. Und hier habe ich das Ganze reduziert auf 300 € als Beispiel. So, das ist jetzt ein Jahr später. Dann schaust du hier 11.150. Geben wir hier auch ein. So, und jetzt vergleichst du. Wie ist das Jahr gelaufen? Dann guckst du hier. Ach ja, hier wollten wir 10% Cash halten. Und hier war auf 20. So, dann guckst du hier. Soll Cash 1000, du hast aber 2. Also Cash kann man nie genug haben, ist alles gut. Eine Differenz von 885 €. Krypto plus 73%. Also hier hast du immer noch zu viel. Hier müsste man umschichten. So. Bitcoin, bisschen viel, ist aber okay, weil hier steht Minimum. Minimum 50%. Topcoins hast du irgendwie das Doppelte zu viel. Bei den Spekulationen max 10% ist auch in Ordnung, das ist okay. Aber insgesamt hast du jetzt ein Sechs zu viel bei Krypto. Schauen wir bei Aktien, minus 32% oder es fehlen noch 2.500. So, hier hast du schon gut aufgebaut, aber noch nicht genug. Hier zum Beispiel bei Aktien hast du auch zu wenig. Und hier, ach ja, wir wollten ja hier nichts sparen. Ich mache das wieder mal rückgängig, so wie das war. Das ist dann auch okay. Also soll 390, du hast aber 200. Das ist völlig okay. So. Das heißt, wenn du jetzt alles komplett umschichten willst, so dass es wieder passt, hier hast du ja 1000 € über. Das heißt, die kannst du schon mal in ETFs stecken. Hier bei den Aktien kannst du vielleicht auch etwas auffüllen. So, und dann müsstest du theoretisch die Coins verkaufen, bisschen was im Plus ist, und auch in die ETFs und Aktien stecken. Dann ist es wieder aufgeteilt, dann ist es wieder plus minus null. So, und das machst du dann regelmäßig. Alle 6 Monate, einmal im Jahr, aber allerspätestens einmal im Jahr. So, was bringt dir das? Du wirst niemals Geld verlieren. Das kann ich dir versprechen, weil wenn du das so aufteilst mit ETFs, gute Aktien, Spekulation, Max, hier auch gute Coins, Topcoins, Spekulation, Cash, vielleicht Edelmetalle oder sonstige Sachen, dann wirst du niemals gleichzeitig das Gesamtkapital verlieren. Ja? Damals habe ich nur spekuliert und immer alles verloren, immer auf die Fresse geflogen. Wenn du das so aufteilst, kannst du nicht alles verlieren, das funktioniert nicht. Das ist echt wichtig zu verstehen. Du musst dir so vorstellen, du bist auf einer Treppe und wenn du spekulierst, es klappt vielleicht mal, du gehst eine Stufe höher, es klappt vielleicht einmal, da hast du Glück, aber dann, boom, bist du wieder auf der ersten Stufe. Da machst du weiter, es hat geklappt, boom, dann verlierst du wieder alles, bist du wieder bei null, weil du hast alles verloren. Dann gehst du langsam wieder hoch, es klappt vielleicht, dann denkst du, ja, jetzt weiß ich, wie es funktioniert, und dann verlierst du wieder alles, boom, gehst du wieder 2 Stufen, dann gehst du eine nach vorne, 2 zurück. Und so bewegst du dich halt immer hin und her, ne? Passiert nichts. Wenn du aber langfristiger das Ganze schaust und nach der Tabelle alles kaufst, dann bist du zwar langsamer, dann gehst du so entspannt nach oben, dann gehst du einmal zurück, aber dann wieder nach vorne. Ja, das ist entspannter, so vielleicht, aber langsam, ganz entspannt, gehst du nach vorne, später machst du dann weniger Fehler, gehst nach oben. Klar, es wird auch Rückschläge geben, aber insgesamt ist es auf jeden Fall, es wird immer mehr. Dein Kapital wird mehr. Und das ist ja das Wichtigste beim Investieren. Also die Regel Nummer eins, wir wollen Geld behalten. Das ist die Regel Nummer eins. Erst dann kommt ja dann die Rendite und so weiter. Ja, Leute, das ist eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis. Und wenn du das beachtest, wirst du niemals das komplette Geld verlieren. Das ist einfach Fakt. Das habe ich selber ausprobiert. Und jetzt weiß ich, dass das sehr, sehr wichtig ist. Und du musst auf jeden Fall darauf achten, dass bei dir alles ungefähr so hinkommt, wie du das geplant hast. Ja, lieber langsamer, aber dafür wirst du immer mehr Kapital aufbauen über die Zeit. So, die Tabelle, die kannst du unter dem Video im Link herunterladen, kostenlos. Da musst du nichts eintragen, einfach kannst benutzen.
gebe ich einfach so weiter. Die ist noch gesperrt. Falls du dich mit Excel auskennst, dann vielleicht willst du was noch dazu schreiben, dann kannst du unter Überprüfen, Blattschutz aufheben, das Ganze aufheben, das Passwort ist 4x die 0. So, jetzt ist alles offen und du kannst das umbauen, wie du möchtest. Das gebe ich dir einfach so. Als Gegenleistung kannst du ja das Video schon mal liken und meinen Kanal abonnieren. Und wie gesagt, Leute, das hat mich sehr, sehr viel Geld gekostet, bis ich das alles gecheckt habe. Wieso habe ich damals so viel Geld verloren? Ja, ich habe das einfach nicht gecheckt. Ich wollte immer schnelles Geld und ich habe alles wie im Casino einfach verzockt. Ja, aber hätte ich das von Anfang an so gemacht, mit der richtigen Aufteilung, dann würde ich niemals so viel Geld verlieren. Aber so ist das halt. Das war mein Lehrgeld. Damals gab es ja auch kein YouTube, oder es gab schon, aber es gab nicht so viele Finanz-YouTuber, die das auch gezeigt haben. Und deswegen muss ich eigene Fehler machen und das eigene Geld verlieren und muss mir das so über die Zeit alles das Wissen aufbauen. Und selbst letztes Jahr habe ich auch noch Fehler gemacht. Und hätte ich halt diese Tabelle, dann würde ich nicht so viele Fehler machen und jetzt auch nicht so viel Geld verlieren. Naja, jetzt weiß ich mehr. Jetzt benutze ich diese Tabelle auch regelmäßig und ich kann dir das echt empfehlen. Das war eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis von mir. Bitte nutzt das. Ganz, ganz wichtig. Ja, Leute, bitte liken, abonnieren und wir sehen uns bei dem nächsten Video. Ciao.